von Armin Jäger, welch ein Pechvogel, mit dem VfB verloren gegen Bayern München, damals fehlerlos, trotz der 5 Gegentore. Und nun dieser Fehler, kurz vor Schluss. Unglaublich. So sehr ich dem HSV den Triumph gönne, das ist eine Tragik für Armin Jäger. Eindruck hinterlassen haben, wie gesagt,
spielerisch und kämpferisch überzeugt und haben das Spiel offen gestaltet bis kurz vor Schluss. Prima, der Manni Kaltz ist jetzt auch hier in unserer Nähe. Vielleicht können wir ein Wort verlieren. Manni, ganz schnell, ganz kurz mal. Sagen Sie uns nur mal, wie haben Sie dieses Tor bewusst so geschossen? Wollten Sie eigentlich flanken? Wollten Sie den gegnerischen Torwart im Prinzip so ein bisschen in die Irre führen? Ja, er hat mit der Flanke gerechnet. Erst wurde Okonz geschießen. Ich sah dann, dass die Ecke frei ist und habe ihn auf die Kurzecke gezogen. Also genau, wurde noch ein bisschen abgefilmt, schon mal drin. Sie waren heute für meine Begriffe der Matchwinner, nicht nur mit Ihrem Tor, sondern eben auch mit Ihren ganzen Impulsen, die Sie gesetzt haben. War das so ein bisschen für Sie, ja, ein innerer Vorbeimarsch, nachdem es auch Probleme mit der Vertragsverlängerung gab zunächst? Es gab keine Probleme mit der Vertragsverlängerung. Ja. Ist alles gut gelaufen. Alles gut gelaufen wird jetzt auch. Sie müssen zur Siegerehrung hoch. Schönen Dank, viel Erfolg weiterhin. Und hier Ernst Happel, wie immer mit unbewegter Miene, aber wie es drinnen aussieht, geht niemanden etwas an, so sagt er meist. Wir wissen, dass er ein Mann mit viel Herz dabei ist, den sowas durchaus bewegt, genauso wie die 76.000 hier im Berliner Olympiastadion. Und auch das, ein Hauch von Wembley, wie sie hochkommen zur Ehrenloge und gleich den Pokal in Empfang nehmen werden, angeführt von Thomas von Eben. Der Pokal wird übergeben, Wolfgang Schäuble, der Kanzleramtsminister. Viel politische Prominenz auf der Tribüne. Hermann Neuberger übrigens, er ging während der Halbzeit, für mich unverständlich. Und hier Thomas von Heesen mit dem wertvollen Pokal. Der Hermann Neuberger ging, wahrscheinlich weil er die Pfiffe der Berliner Zuschauer fürchtete, die ihm immer noch übel nehmen, dass Berlin nicht bei der Europameisterschaft 1988 vertreten ist. Hier Uli Stein. Und Manni Kaltz, alle Hamburger Fans wissen, was sie ihm zu verdanken haben, nicht nur heute. Dietmar Jacobs, der hier mal im Olympiastadion gespielt hat, für Tennis Borussia Berlin und bei Hamburg dann seine ganz große Zeit hatte. Ja, so ist das. Da sieht man natürlich jetzt nur den Sieger, weil die werden gefeiert und der Verlierer steht unten. Ich sehe sie ganz unten da. Ein Häufchen Elend und dabei brauchten sie sich doch überhaupt nicht zu verstecken. Ich glaube, die Namen, die vorher fast keiner kannte, die haben sich jetzt den Fußballfreunden eingeprägt. Das sage ich, während wir hier die Hamburger sehen. Denn ich glaube, auch das gehört zur Fairness, dies ganz deutlich zu erwähnen. Tobias Homm, von dem wird man auch noch sehr viel sehen. Hier nochmal das letzte Tor. Schmöller und dann ist Bappo wohl, der den Ball ins eigene Tor lenkt. Oder war es Schlotterbeck? Ja, Schlotterbeck war es. Der Frank Schmöller und Jörg von Tocher. Noch ein paar Sekunden haben wir noch. Ja, ich habe den Uli Stein hier noch ganz kurz. Der Kollege Gerd Million vom Hörfunk interviewt ihn auch gerade live. Ich halte einfach mal rein, würde ich sagen. Hi. Gut. Wir haben den Pokal und ich bin glücklich. Aber über Ihr Spiel insgesamt können Sie nicht zufrieden sein. Nein, das ist aber auch jetzt egal. Wir haben den Pokal gewonnen und das alleine zählt. Dazu gratulieren sicherlich auch die Stuttgarter Kickers als Fähre, als große Verlierer. Ich muss auch hier an der Stelle den Stuttgarter ein Kompliment machen. Sie haben hervorragend gespielt. Sie haben so gespielt, wie ich es vor dem Spiel gesagt habe. Sie haben die Leistung, die sie gegen Düsseldorf gezeigt haben, angeknüpft und haben hier hervorragend gespielt und haben es eigentlich nicht verdient zu verlieren. Schönen Dank. Uli, herzlichen Glückwunsch zu diesem Pokaltriumph. War einer oben drauf gesetzt auf eine Saison, die Sie eigentlich gar nicht so gut erwartet hatten. Nicht? Was hat für Ihre Begriffe den Ausschlag gegeben, dass Sie so einen, ja, richtig schönen Durchbruch nochmal bekommen haben? Ich glaube, in erster Linie war dafür natürlich verantwortlich der gute Start, den wir in der Vorrunde hatten, wo wir super gestartet sind, wo die ganze Mannschaft, auch gerade die jungen Leute, sich dran aufgebaut haben, Selbstvertrauen gekriegt haben und das auch über lange Zeit haben halten können. In der Rückrunde ging es dann etwas... 800 Hektar Wiesen und Ackerland.